Im Jahr 2024 haben wir uns von vielen bekannten Persönlichkeiten verabschieden müssen. Schauspieler, Musiker, Politiker, Moderatoren und beliebte Künstler sind verstorben. Wir erinnern an die prominenten Verstorbenen. Um kontinuierliche Updates zu erhalten, abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal und aktivieren Sie das Glockensymbol. Carl Weathers. Carl Weathers sagte am 1. Februar 2024 der Welt auf Wiedersehen. Der Schauspieler, der vor allem als Boxstar Apollo Creed in Rocky bekannt wurde, verstarb am 1. Februar im Alter von 76 Jahren. Seine Familie gab seinen Tod in einem Statement bekannt, das unter anderem Deadline vorliegt. Sie schreibt, dass Weathers friedlich im Schlaf gestorben sei. Aston Barrett. Aston Barrett, Bassist der legendären Bob Marley Band The Wailers, ist tot. Der Musiker starb Anfang Februar 2024 im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in Miami im US-Bundesstaat Florida, bestätigte die jamaikanische Kulturministerin Olivia Grange. Aston Barrett spielte mit der Reggae-Legende Bob Marley, war aber auch in anderen Bands tätig. Michael Jaston. Schauspieler Michael Jaston ist im Alter von 88 Jahren gestorben, wie The Sun berichtet. Michael war vor allem durch seine Auftritte in Doctor Who oder Only Fools and Horses bekannt. Toby Keith. Country-Sänger Toby Keith ist am 5. Februar 2024 verstorben, wie seine Familie auf Instagram bekannt gab. 2021 wurde bei ihm Magenkrebs diagnostiziert. Jetzt hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren. Keith wurde mit Hits wie Should Have Been a Cowboy bekannt. Er wurde 62 Jahre alt. Damo Suzuki. In den 1970er Jahren wurde Damo Suzuki mit der Rockband Can bekannt, die sich durch ihren improvisierten psychedelischen Gesang auszeichnete. Nun ist die Musiklegende im Alter von 74 Jahren an Darmkrebs gestorben, wie Can auf Instagram mitteilte. Nach dem Ende der Band spielte er noch in verschiedenen Bands und gründete sein eigenes Label Damo's Network. Bereits mit 33 Jahren erkrankte der Sänger an Darmkrebs und 2014 ein zweites Mal. Nun starb Damo Suzuki am 9. Februar durch die Krankheit. Pablo Grant, Schauspieler und Musiker. Pablo Grant ist verstorben. Das gab seine Familie auf dem Instagram-Account Rap-Kollektivs BHZ bekannt. Der Künstler, Schauspieler, Musiker und Teil von BHZ, Pablo Grant, ist am 6. Februar unerwartet im Alter von 26 Jahren an den Folgen einer Thrombose verstorben. Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich und bitten bis auf Weiteres darum, die Privatsphäre zu respektieren und in dieser schweren Zeit von Kontaktaufnahme abzusehen. Grant war neben seiner Musikkarriere auch in zahlreichen TV-Serien zu sehen. Bei Polizeiruf 110 verkörperte er seit 2020 Günther Marcus. Kelvin Kiptum, der kenianische Marathonläufer. Kelvin Kiptum ist im Alter von 24 Jahren gestorben, wie Mitte Februar mehrere Medien berichten. Demnach ist er bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Kenia ums Leben gekommen. Das bestätigt auch die Polizei. Sein Trainer Gervais Hakizimana starb bei dem Unfall ebenfalls. Eine weitere Person wurde verletzt. Noch im Oktober stellte Kelvin Kiptum einen neuen Marathon-Weltrekord auf. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris wollte er antreten. Jürgen Hartmann, der deutsche Designer. Jürgen Hartmann ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Seine langjährige Freundin und TV-Moderatorin Heidrun von Gößel bestätigte dies gegenüber Bild. Hartmann kleidete Stars wie Hildegard Knef und Marlene Dietrich ein. Berühmt wurde er auch durch seine legendären Modeschauen in Hamburger Luxushotels. Er lebte zuletzt in Alsterdorf, Hamburg. Tomat. Mudea Sedik, auch bekannt als Tomat, ist im Alter von 23 Jahren gestorben, wie TMZ berichtet. Er etablierte sich in den letzten Jahren in den sozialen Medien, indem er mit seinen unterhaltsamen Videos eine beträchtliche Anhängerschaft gewann. Auf YouTube allein verzeichnete der in Kanada geborene Content Creator über 2 Millionen Abonnenten. Fans auf der ganzen Welt trauern um den Influencer. Die genaue Todesursache ist bis jetzt noch nicht bekannt. Johanna von Kotzian. Die Schauspielerin Johanna von Kotzian ist am 13. Februar im Alter von 90 Jahren verstorben, wie Bild unter Berufung auf ihre ehemalige Agentin berichtet. Von Kotzian war am Theater und vor der Kamera erfolgreich, darunter in Die Landärztin, Praxis Bülowbogen oder Der Kommissar. Mit Das bisschen Haushalt, sagt mein Mann, schaffte sie 1977 einen Hit, Emre Aytekin. Erst vor einem Jahr begleitete Goodbye Deutschland Emre Aytekin und seine Lebensgefährtin Sandra Zeppin
die zu ihm in die Türkei gezogen war. Dort lebte er als Musiker in der Stadt Side. Jetzt gab Vox via Instagram bekannt, Emre Aytekin ist mit nur 32 Jahren gestorben. Auf Goodbye Deutschland und Vox teilte der Sender mit. Wir trauern um Emre, der Anfang des Monats auf tragische Weise zu Tode gekommen ist. Wir sind in Gedanken bei Sandra und Emres Familie und möchten unser herzliches Beileid aussprechen. Hartes Deutschland. Lennox, bekannt aus der RTL2-Serie Hartes Deutschland, ist mit nur 37 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht wird von der Zeitung Kieler Nachrichten bestätigt. Demnach wurde Lennox, der bürgerlich Lennart Hohenstein hieß, am 14. Februar leblos in seiner Wohnung in Kiel aufgefunden. Andreas Brehme Schocknachricht aus der Fußballwelt. Andreas Brehme, Weltmeister und WM-Held von 1990, ist in der Nacht auf den 20. Februar im Alter von 63 Jahren verstorben. Als Todesursache wird Herzstillstand vermutet, wie die Bild berichtet. Brehme war eine Fußballikone und hinterlässt seine Lebensgefährtin und zwei erwachsene Söhne aus vorheriger Ehe. Ira von Fürstenberg. Die italienische Socialite-Legende Ira von Fürstenberg ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Wie Ansa Mitte Februar berichtet, von Fürstenberg machte unter anderem mit ihrer Hochzeit im Alter von 15 Jahren mit Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg Schlagzeilen. Außerdem war sie als Model und Schmuckdesignerin bekannt und spielte in zahlreichen Filmen mit. Tony Ganios. Tony Ganios ist tot. Der Schauspieler starb am 18. Februar mit 64 Jahren nach einer Operation in einem New Yorker Krankenhaus. Teenager-Komödien wie Porky's und The Wanderers machten ihn berühmt. Die letzten Worte, die wir zueinander sagten, waren "Ich liebe dich", postete seine Verlobte mit einem Bild des Stars. Ewan McIntosh. Er wurde als Big Keith in der britischen Comedy-Serie The Office bekannt. Jetzt ist Ewan McIntosh mit nur 50 Jahren verstorben. Auf X nimmt sein einstiger Kollege Ricky Gervais am 21. Februar Abschied von dem sehr lustigen und sehr liebenswerten Schauspieler. Er war ein absolutes Original. Ruhe in Frieden. Seine genaue Todesursache ist nicht bekannt. McIntosh hatte jedoch zuletzt gesundheitliche Probleme. Motocross-Star J.O. Archer. Im Alter von nur 27 Jahren ist der Motocross-Star J.O. Archer beim Training ums Leben gekommen. Der Extremsportler starb laut ESPN am 21. Februar 2024 in Melbourne. Sein Action-Sport-Kollektiv bestätigte den Tod auf Instagram und schrieb, J.O. war der Inbegriff von Leidenschaft, harter Arbeit und Entschlossenheit. 2022 gelang ihm ein dreifacher Rückwärtssalto auf der Maschine. Eine Sensation! Tragischerweise starb er nun beim Training, während er den dreifachen Rückwärtssalto übte. Fritz Puppel. Fritz Puppel, Gründer der Band City, starb am 10. Februar im Alter von 79 Jahren. Das bestätigte sein Bandkollege Toni Kral laut Bild etwa zwei Wochen später. Als Gitarrist und Komponist der Berliner Band feierte Puppel seit den 70ern Erfolge. 2022 gab die Band ihre letzten Konzerte. Pamela Salem. Schauspielerin. Pamela Salem ist im Alter von 80 Jahren verstorben, wie die Daily Mail am 23. Februar berichtet. Salem war vor allem für ihre Rolle der Miss Moneypenny in James Bond, Sag niemals nie, an der Seite von Sean Connery bekannt. Die Britin war außerdem in Magnum P.E. und Emergency Room zu sehen. Tina Rainford, Schlagersängerin Tina Rainford, ist am 23. Februar im Alter von 77 Jahren verstorben. Wie ihr Ehemann gegenüber SWR 4 bestätigte. Als Christa Zalewski geboren, machte sie zunächst unter dem Namen Peggy Peters Karriere. Der Song Silverbird aus dem Jahr 1976 war ihr größter Erfolg. Zu der Todesursache von Tina Rainford ist nichts bekannt. Horst Naumann. Horst Naumann ist am 19. Februar verstorben. Das berichtet die Bild Ende Februar unter Berufung auf seine Ehefrau. Lynn Naumann sagte demnach der Zeitung, mein Mann ist ganz friedlich zu Hause eingeschlafen. Wir haben an dem Morgen noch zusammen im Bett gefrühstückt. Und dann hat er dort noch mal ein wenig geschlafen, so wie er es immer gemacht hat. Irgendwann hörte er auf zu atmen. Ich war dabei. Er ist einfach rüber geschlafen. Der Schauspieler, der sich vor allem durch seine Arztrollen bei der Schwarzwaldklinik und dem Traumschiff
einen Namen machte, wurde 98 Jahre alt. Chris Gauthier, Smallville Star. Chris Gauthier ist am 23. Februar unerwartet im Alter von 48 Jahren gestorben. Chris Gauthiers Tod wurde von seinem Manager gegenüber dem US-Magazin TV Line bestätigt. Dieser berichtete, dass der Schauspieler plötzlich und unerwartet nach kurzer Krankheit gestorben sei. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Kenneth Mitchell, Schauspieler. Kenneth Mitchell ist am 24. Februar im Alter von 49 Jahren verstorben, wie seine Familie via Instagram bekannt gab. Der Star Trek Discovery Darsteller litt an der unheilbaren und degenerativen Nervenkrankheit ALS, Amyotrophe Lateralsklerose. 2018 bekam er die Diagnose und war seit 2019 auf einen Rollstuhl angewiesen. Er hinterlässt seine Frau und zwei Söhne. E. Duke Vincent, Charmed-Produzent. E. Duke Vincent ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau via Facebook. Mit tiefer Trauer informiere ich euch über das Ableben meines geliebten und brillanten Ehemannes E. Duke Vincent, einem legendären Blue Angel, einem mit dem Emmy ausgezeichneten Fernsehproduzenten und Autoren und einem versierten Romanautor. E. Duke Vincent soll bereits am 10. Februar in seinem Haus in Montecito, Kalifornien, verstorben sein. Zu seinem Todesumstand ist nichts bekannt. E. Duke Vincent arbeitete als Produzent für Serien wie Charmed oder Beverly Hills 90210. Thomas Kingston, Ehemann von Lady Gabriella, ist mit 45 Jahren verstorben. Das gab der Buckingham-Palast am 27. Februar bekannt. Es heißt, mit tiefem Bedauern geben wir den Tod von Thomas Kingston, unserem geliebten Ehemann, Sohn und Bruder, bekannt. Tom war ein außergewöhnlicher Mann, der das Leben aller, die ihn kannten, erhellte. Sein Tod ist ein großer Schock für die ganze Familie und wir bitten, unsere Privatsphäre zu respektieren, während wir seinen Tod betrauern. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Ein Fremdeinwirken oder verdächtige Umstände werden jedoch ausgeschlossen. Laut Medien wurde er Sonntagabend, 25. Februar, in Gloucestershire tot aufgefunden. Tom Kingston und Lady Gabriella, Großnichte von Königin Elizabeth Plus, waren seit 2019 verheiratet. Zuvor war der Finanzier mit Kates Schwester Pippa Middleton liiert, Fabian Schulze. Traurige Nachrichten. Der ehemalige Stabhochspringer Fabian Schulze ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Seinen Tod bestätigte der Deutsche Leichtathletikverband. Am vergangenen Sonntag ist der frühere Stabhochspringer Fabian Schulze wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag in seiner Wahlheimat Sonthofen an einer tückischen Krankheit verstorben. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden, heißt es in dem Statement, das auf der Plattform X veröffentlicht wurde. Richard Lewis, Comedy-Legende. Richard Lewis ist tot, das bestätigt sein Sprecher Ende Februar gegenüber Deadline. Demnach starb Lewis im Alter von 76 Jahren nach einem Herzinfarkt. Erst im April 2023 machte er seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Richard Lewis war unter anderem bekannt aus der Serie Lass es Larry oder den Filmen Robin Hood, Helden in Strumpfhosen und Leaving Las Vegas. Charles Dierkop. Am 25. Februar verstarb US-Schauspieler Charles Dierkop im Alter von 87 Jahren. Das bestätigte Tochter Lynn Tage später gegenüber dem US-Magazin The Hollywood Reporter. So sei er an den Folgen eines Herzinfarkts und einer Lungenentzündung gestorben. Charles Dierkop wurde durch seine Rollen in Zwei Banditen und Der Clou weltweit bekannt. Cat Janis Große. Trauer um Cat Janis. Die Sängerin verstarb mit nur 31 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Das machte die Familie auf ihrem Instagram-Profil Ende Februar 2024 öffentlich. In dem Statement hieß es, Cat erlebte, wie ihre Musik an Orte gelangte, mit denen sie nie gerechnet hätte. Sie ruht in der Gewissheit, dass sie durch ihre Musik weiterhin für ihren Sohn sorgen wird. Ohne euch alle wäre dies nicht möglich gewesen. Bei ihr wurde 2021 ein Sarkom, ein seltener bösartiger Tumor, entdeckt. Sie wurde behandelt, bekam Chemotherapien, galt zunächst als krebsfrei, doch er kam zurück. Jetzt ist Cat Janis an der Krankheit verstorben. Paolo Taviani, der italienische Regisseur. Paolo Taviani starb am 29. Februar 2024
im Alter von 92 Jahren, wie die Präfektur seiner Heimatregion Toskana bestätigte. Italienischen Medienberichten zufolge ist er nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie in einem Krankenhaus in Rom friedlich eingeschlafen. 2018 war sein Bruder Vittorio gestorben. Die beiden Brüder gehörten zu den wichtigsten Filmemachern Italiens in den vergangenen Jahrzehnten. Craig Rowe, traurige Nachrichten aus der Footballwelt. Sportler. Craig Rowe ist Ende Februar 2024 mit nur 33 Jahren an Darmkrebs verstorben. Das bestätigte seine Frau Chelsea bei Instagram. Dort heißt es: Ich wollte all seine Follower wissen lassen, dass Gott Craig nach einem 18-monatigen Kampf gegen Darmkrebs im vierten Stadium am Montag, dem 26. Februar, nach Hause geholt hat. Iris Apfel. Große runde Brille, bunte Ketten und Armreifen, kurze weiße Haare. So wurde Iris Apfel weltberühmt. Ihr Konterfei gibt es sogar als Emoji fürs Handy. Die US-Amerikanerin ist am 1. März im Alter von 102 Jahren gestorben. Ihren Durchbruch erlebte die 1921 im New Yorker Stadtteil Queens, geborene Diva erst, als sie schon über 80 war. Ihre Ausstellung Rara Avis 2005 im Metropolitan Museum of Art war die erste Ausstellung über Mode und Accessoires, die das Museum einer lebenden Person widmete, die keine Modedesignerin war. Mark Dodson. Die Filmwelt trauert um Mark Dodson. Der Schauspieler und Synchronsprecher, der Figuren in Star Wars und Gremlins Leben einhauchte, ist am Samstag, 02/03/2024, überraschend an einem schweren Herzinfarkt gestorben. Er wurde 64 Jahre alt. Ihr Tod ereignete sich am 2. März 2024. Martin Wenzel, aka Presto. Martin Wenzel, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Presto, war ein deutscher Rapper aus Berlin, der vor allem für seine Teilnahme an Rap am Mittwoch bekannt war. Im Alter von 16 Jahren versuchte sich Wenzel als Freestyle-Rapper in regionalen Hip-Hop-Battles. 2011 nahm er zum ersten Mal am Battle-Rap-Event Rap am Mittwoch teil und wurde in der zweiten Staffel zum jüngsten König in der Geschichte von Rap am Mittwoch. Sein Tod erfolgte am 3. März 2024. Jim Beard. James Arthur Beard war ein amerikanischer Jazzpianist und Keyboarder, Komponist, Arrangeur und Produzent, der mit Steely Dan, Wayne Shorter, John McLaughlin, Pat Metheny, John Scofield, Mike Stern, Dennis Chambers und Bob Burke zusammenarbeitete, unter anderem. Sein Tod erfolgte am 2. März 2024. Britt Turner. Britt Turner, Mitbegründer und Schlagzeuger der Southern Rock Band Blackberry Smoke, verstarb am Sonntag nach einem Kampf gegen Hirnkrebs. Er war 57 Jahre alt. Turner wurde 2022 mit Glioblastom diagnostiziert. Früher in dieser Woche teilte die Band in den sozialen Medien mit, dass er verstorben sei. Sein Tod ereignete sich am 3. März 2024. Garrison Brown. Am 5. März wurde Garrison tot in seinem Haus in Flagstaff, Arizona, von seinem Bruder Gabe Brown gefunden. Lieutenant Charles M. Hernandez, II. Von der Flagstaff Police Department teilte Pupil mit, dass Beamte auf einen Bericht über einen Todesfall in einem Haus reagierten und sagten, Garrison sei tot aufgefunden worden, nachdem er offensichtlich Suizid begangen hatte. Steve Lawrence. Steve Lawrence war ein amerikanischer Sänger, Komiker und Schauspieler. Er war am besten bekannt als Mitglied des Pop-Vokalduos Steve and Idy mit seiner Frau Idy Gourmet und für seine Rolle als Maury Sline, der Manager und Freund der Hauptfiguren in dem Film von 1980, The Blues Brothers. Sein Tod ereignete sich am 7. März 2024. Akira Toriyama. Akira Toriyama war ein japanischer Manga-Zeichner und Charakterdesigner. Er erlangte erstmals breite Anerkennung durch die Schaffung der beliebten Manga-Serie Dr. Slump, bevor er Dragon Ball kreierte und als Charakterdesigner für mehrere beliebte Videospiele wie die Dragon Quest-Serie, Chrono Trigger und Blue Dragon tätig wurde. Toriyama wurde als einer der wichtigsten Autoren in der Geschichte des Mangas angesehen, wobei seine Werke, insbesondere Dragon Ball, sehr einflussreich und beliebt waren und viele Manga-Künstler als Quelle der Inspiration zitieren. Sein Tod ereignete sich am 1. März 2024. Karl Wallinger. Karl Edmund de Weer. Wallinger war ein walisischer Musiker, Songwriter und Musikproduzent. Er war am besten bekannt dafür, die Band World Party zu leiten und für seine Mitwirkung bei den Waterboys in den mittleren 1980er Jahren. Sein Tod erfolgte am 10. März 2024. Percy Adlon.
Im Alter von 88 Jahren ist der deutsche Kultfilmregisseur Percy Adlon am Sonntag, 10. März, gestorben. In den 1980er Jahren erlangte er große Bekanntheit. Zu seinen größten Erfolgen gehörte der Film Out of Rosenheim. Ende der 80er Jahre zog er von Oberbayern nach Los Angeles über, wo er nun auch starb. Für seinen ersten Spielfilm Der Vormund und sein Dichter gewann der deutsch-amerikanische Regisseur Percy Adlon 1978 den Grimme-Preis in Gold. Mit dem Kultfilm Out of Rosenheim, mit Marianne Sägebrecht in der Hauptrolle, gelang ihm der internationale Durchbruch. Ende der 1980er Jahre zog Adlon nach Los Angeles, wo er gerne ohne die großen Hollywood-Studios drehte. Im Laufe seiner Karriere drehte Adlon zudem mehr als 150 Dokumentarfilme. Malachi McCourt. Malachi Gerard McCourt Jr. war ein amerikanischer Schauspieler und Schriftsteller irischer Abstammung. Er war der Kandidat der Green Party für das Amt des Gouverneurs von New York im Jahr 2006, unterlag jedoch dem demokratischen Kandidaten Elliot Spitzer. Er war der jüngere Bruder des Autors Frank McCourt. Sein Tod erfolgte am 11. März 2024. Eric Carmen. 1976 wurde Eric Carmen mit der Ballade All by Myself berühmt. Sein zweiter großer Hit, Hungry Eyes, war 1987 auch im Soundtrack des Megakinoerfolgs Dirty Dancing zu hören. Am Wochenende verstarb der Musiker im Alter von 74 Jahren, wie seine Ehefrau am 11. März auf seiner Website verkündete. Robin Bernard. Robin Bernard, die in den 1980er Jahren die Rolle der Terry Brock in der Seifenoper spielte, wurde am 12. März tot auf einem offenen Feld hinter einem Geschäft in San Jacinto, Kalifornien, entdeckt, so das Büro des Sheriffs des Riverside County. Sie war 64 Jahre alt. Anthony Baby Gap Walker. Anthony Baby Gap Walker, ein ehemaliges Mitglied der legendären Funkgruppe The Gap Band, ist verstorben, berichtet TMZ. Er war 60 Jahre alt. Dr. Eric Walker, Anthonys jüngerer Bruder, bestätigte, dass sein Tod auf Komplikationen nach einer Nackenoperation zurückzuführen sei. Er starb am 4. März in einem Krankenhaus in Ohio. Seine Band Gap X, die aus ehemaligen Mitgliedern der Gap Band besteht, erwies Walker in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account die letzte Ehre. Georgie Giannelizze. Georgie Giannelizze ist tot. Er wurde nur 23 Jahre alt. Fitness-Influencer stirbt nach Sturz in Schlucht. Erschütternde Nachrichten aus Italien. Der Fitness-Influencer Georgie Giannelizze ist tot. Medienberichten zufolge starb der Social-Media-Star während eines Videodrehs, als er eine Schlucht hinabstürzte. Georgie Giannelizze wurde nur 23 Jahre alt. Grant Page. Grant Page, die australische Stunt-Ikone, die Stunts in dem Original Mad Max, der Fortsetzung Jenseits der Donnerkuppel, dem kommenden Prequel Furiosa, Mad Max Saga und in mehr als 100 weiteren Filmen und Fernsehserien ausgeführt und koordiniert hat, starb am Donnerstag bei einem Autounfall. Er war 85 Jahre alt. Sein Sohn, Leroy Page, erzählte der Daily Mail Australia, dass sein Vater gegen einen Baum fuhr, während er in der Nähe seines Zuhauses in Kendall, New South Wales, unterwegs war. Er starb in sehr hoher Stimmung und er war sehr motiviert, sagte der jüngere Page der Zeitung. Angela McCluskey. Angela McCluskey war eine schottische Singer-Songwriterin, die in Kalifornien, Vereinigte Staaten, lebte. Sie trat sowohl als Solokünstlerin als auch als Mitglied der Folk-Rock-Gruppe Wild Colonials auf. Ihr Tod erfolgte am 14. März 2024. Hannelore Gadatsch. Hannelore Gadatsch war eine Pionierin im deutschen Fernsehen. Als erste Frau moderierte sie die Tagesthemen. Jetzt ist die gebürtige Berlinerin mit 82 Jahren gestorben. Hannelore Gadatsch ist am 14. März 2004 verstorben. David Seidler. David Seidler war ein britisch-amerikanischer Dramatiker sowie Film- und Fernsehautor. Seidler ist vor allem bekannt für das Schreiben der Drehbücher, für die Bühnenversion und die Filmversion der Geschichte The King's Speech. Für den Film gewann er den Academy Award und einen BAFTA für das beste Originaldrehbuch. David Seidler wurde für das Drehbuch des Historienfilms The King's Speech mit dem Oscar ausgezeichnet. Nun ist er Berichten zufolge im Alter von 86 Jahren gestorben, angeblich bei seiner Lieblingsbeschäftigung. David Seidler ist am 16. März 2024 verstorben. Henry Valentino.
Schlagerstar. Henry Valentino ist tot. Der Sänger und Komponist, der mit bürgerlichem Namen Hans Blum hieß, starb mit 95 Jahren. Vor allem durch das Lied »Im Wagen vor mir« wurde er zur Musiklegende. Hans Blum, auch bekannt als Henry Valentino, war ein deutscher Singer-Songwriter, der für seinen unverwechselbaren musikalischen Stil bekannt war, der eine Generation deutscher Musiker inspiriert hat. Zu seinen Aufnahmen gehört die Hitsingle »Im Wagen vor mir«. Henry Valentino ist am 15. März 2024 verstorben. Bitte hinterlassen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich und vergessen Sie nicht, das Video so viel wie möglich zu teilen und zu liken.